Ja, herzlich willkommen zur virtuellen Doppelpressekonferenz von Holstein Kiel vor den anstehenden Auswärtsspielen in Osnabrück am Samstag und am Dienstag dann in Nürnberg. Ich begrüße endlich wieder unseren Trainer Ole Werner und die zugeschalteten Journalisten. Ja, nach der unplanmäßigen langen Pause, Ole, steht jetzt ein Mammutprogramm an. Wie sieht es personell aus und wie ist dein Fahrplan für die kommenden beiden Partien? Ja, danke. Freut mich auch, dass ich hier wieder sitzen kann. Habe mich auch auf die Pressekonferenz wie auch auf den gestrigen Tag im Speziellen sehr gefreut. Freut uns, glaube ich, alle, dass wir wieder unserer Arbeit nachgehen können. Das war auch spürbar die letzten beiden Tage. Und personell ist es so, wir haben ja gestern schon mitgeteilt, wer ausfallen wird aufgrund von Covid-19. Daran hat sich auch logischerweise nichts geändert. Mit dazu nach wie vor Stefan Teska, der fehlen wird, aus bekannten Gründen, und auch Mikkel Kirkesko. Beide machen mittlerweile gute Fortschritte, auch in ihrem Reha-Prozess. So, es geht zumindest in die richtige Richtung. Aber wird eben bei beiden noch ein bisschen dauern. Das ist es zur personellen Lage. Und ansonsten, ja, was den Fahrplan angeht für die nächsten beiden Spiele, ja, kann ich eigentlich zu den nächsten beiden, oder gibt es noch gar keinen Fahrplan für die nächsten beiden, jetzt was das Inhaltliche angeht. Da läuft die Vorbereitung auf Nürnberg zwar schon im Hintergrund, ja, bei allen, die sich damit mit Videos beschäftigen und das entsprechend aufbereiten. Aber in der Art und Weise, wie wir es jetzt angegangen sind diese Woche, und wie wir es auch oder wie es jetzt auch bei mir ist, beschäftige ich mich jetzt aktuell nur mit Osnabrück. Und trotzdem, das eine oder andere kann ich bestimmt zu Nürnberg später auch schon sagen. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen der Kollegen von der Presse und starten die Runde mit Niklas Schomburg. Ja, moin Ole. Moin. Du hast schon gesagt, Freude, dass ihr wieder da seid. Das war ja gestern dann auch zu sehen auf dem Platz. Was für Eindrücke hast du gewonnen jetzt im Training? Vor allen Dingen auch was ja, den Restart angeht, Körperlichkeit und auch vielleicht mentale Frische. Ja gut, mir fehlen natürlich ein bisschen die Vergleichswerte, ist jetzt im Vergleich zur letzten Quarantäne, was das Mentale angeht, nicht großartig anders. Ich glaube, so wie ich es gesagt habe, jeder ist froh, jetzt wieder sich außerhalb der eigenen vier Wände zumindest dann auf dem Platz bewegen zu können. Jeder ist froh, die Kollegen wieder zu sehen. Jeder ist auch froh, dass man wieder was zu tun hat. Das ist klar. Also insofern mental sind die Jungs gut drauf. Das würde ich schon sagen. Körperlich ist es so, dass wir aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit natürlich jetzt auch schon eigentlich vom ersten Tag an eine gewisse Rücksicht auch walten lassen müssen im Hinblick auf Osnabrück. Und da fehlen uns sicherlich die Vergleichsmöglichkeiten, weil wir natürlich Erfahrungen aus der ersten Quarantäne haben, weil wir auch Erfahrung von anderen Mannschaften haben, die mal in Quarantäne waren. Eine Doppelquarantäne gab es noch nicht. Insofern fehlen uns da auch, wie gesagt, die Vergleichsmöglichkeiten. Da werden erst die Spiele darüber Aufschluss geben können, wie weit wir körperlich jetzt wirklich dann auf der Höhe sind. Was ich sagen kann, ist, dass wir in der Pause, die wir hatten, so gut gearbeitet haben, wie es möglich ist. Und dass auch die Jungs da ihr Programm gewissenhaft durchgezogen haben, eher noch so war, dass sie von uns noch mehr angefragt haben, als wir vorgesehen hatten. Aber was das für eine Auswirkung hat, das ist jetzt ein Feldversuch, ne? Wir werden jetzt eben die erste Mannschaft sein, die in einen Spielrhythmus eintaucht, der so ist, wie er ist, nach insgesamt dann 4 Wochen Quarantäne und gegen Mannschaften spielen, die 4 Wochen trainieren konnten oder 4 Wochen mehr trainiert haben als wir zum Teil. Und da kann ich, wie gesagt, jetzt aufgrund der Trainingseinheiten noch keine Eindrücke wiedergeben. Ja, dann die nächste Frage von Stefan Grothoff. Stefan, wir hören dich nicht. Gut, wir gehen einfach mal jetzt klappt's. Jetzt habe ich die Erlaubnis. Entschuldigung, ich hatte die Berechtigung nicht, hier irgendwelche Fragen zu stellen. Wollte ich mir mal Gedanken machen an der Stelle. Weiß ich auch nicht, wie das kommt. In dem Zusammenhang, die Frage gerade gegen Osnabrück, die ja nun wirklich total ums Überleben kämpfen und in diesem Rhythmus drin sind. Besonderer Nachteil in Anführungsstrichen oder viel interessanter, wie versucht ihr das aufzufangen, dass ihr sozusagen jetzt auch erst vorsichtig nur wieder anschieben konntet? Ja, in erster Linie mal losgelöst vom Gegner. Natürlich beschäftigen wir uns mit dem, was Osnabrück auf dem Platz macht, was da auf uns zukommen kann, das ist klar. Aber jetzt nicht, wir beschäftigen uns nicht mit der Situation von Osnabrück, weil wir eben selber in einer Situation sind, wo alle Aufmerksamkeit auf uns gerichtet sein muss, auf eine richtige Steuerung im Training, auf eine richtige Heranführung der Jungs, jetzt eben halt auch wieder an das Tempo, das ab Samstag dann gefordert ist. Was daran, ja, oder was wichtig ist, ist, dass wir unsere eigenen Abläufe
Abläufe möglichst schnell wiederfinden. Und das wird auch das sein, was wir in Osnabrück von der ersten Minute an versuchen werden, nämlich in unseren Abläufen zu bleiben, die wir bisher hatten, die uns jetzt über ein ganzes Jahr lang stark gemacht haben. Und trotzdem wissen wir natürlich auch, dass vielleicht das ein oder andere auch angepasst werden muss im Laufe der Spiele, die jetzt auf uns zukommen oder auch schon vielleicht am Samstag, weil sie vielleicht im körperlichen Bereich gar nicht darzustellen sind, wie wir es sonst bisher gespielt haben in der Intensität. Also wir müssen uns auf gewisse Phasen einstellen, in denen wir auch Probleme haben. Vielleicht immer dieses hohe Anlaufen, das uns ja sonst doch sehr kennzeichnet, durchzuziehen. Wir werden uns auch darauf einstellen müssen, dass vielleicht hier und da mal eine Ungenauigkeit im eigenen Ballbesitz stattfindet. Das sind Dinge, die können wir nicht verhindern oder nicht ausschließen, ja, weil dafür ist die Situation immer einfach außergewöhnlich und sehr, sehr herausfordernd. Aber wir werden versuchen, möglichst bei uns zu bleiben und möglichst unsere Abläufe so schnell es geht wiederzufinden, auch schon jetzt am Samstag. Und wenn es vielleicht in den ersten Minuten noch nicht funktioniert, dann zumindest im Verlauf des Spiels. Ja, nächste Frage dann von Franco Kocz. Ja, hallo Herr Werner. Hallo. Es ehrt Sie ja und auch die gesamte Führung von Holstein Kiel, dass Sie in dieser Situation immer sehr ruhig und friedlich bleiben und auch sagen, es ist, wie es ist. Wir müssen es so nehmen und annehmen. Aber warum ist denn aus Ihrer Sicht diese, finde ich, ungerechte Situation in einer ganz entscheidenden Phase der zweiten Liga keine Wettbewerbsverzerrung? Da stecken ja mehrere Dinge in der Frage. Zum einen die Frage, ob das ungerechtfertigt ist oder wie auch immer. Das ist etwas, was ich abschließend nicht beurteilen kann, wo ich jetzt kein Hygiene- und Experte bin und auch nicht zu den vielen Virologen gehöre, die wir jetzt seit ein paar Monaten haben. Also ich kann dazu nichts sagen. Was sicherlich so ist, wenn es um den Wettbewerb geht, vollkommen klar ist, dass das jetzt kein Wettbewerb unter gleichen Voraussetzungen ist. Das ist klar, das weiß auch jeder, der sich mit Fußball beschäftigt und der alle seine sieben Sachen im Kopf zusammen hat, der weiß, dass wir jetzt nicht unter gleichen Voraussetzungen antreten. Aber erstens fehlt eine gute Alternative dazu, diese Situation so anzunehmen, wie sie ist. Ja, weil ich glaube, ein Abbruch oder ein Aussetzen der Saison, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendjemanden so wahnsinnig weit nach vorne bringen würde. Und ich glaube auch nicht, dass das in dem Rahmen, in dem wir uns aktuell bewegen, besonders einfach und gut möglich wäre. Also es fehlt einfach schlicht und ergreifend an Alternativen. Und es ist halt auch so, dass vielleicht Entscheidungen, die getroffen werden, ohne dass ich die beurteilen kann, vielleicht auch, und das merken wir ja nicht nur im Fußball, sondern in allen Bereichen auch dieser Pandemie, vielleicht in dem einen Bundesland so passieren, im anderen Bundesland anders passieren. Aber ob das richtig, ob das falsch ist, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Und damit kann ich mich auch in meiner Funktion als Trainer einer Fußballmannschaft nicht beschäftigen. Emotional sicherlich in einem Moment, in dem man dann wieder in Quarantäne geschickt wird, da ist man dann auch emotional und das macht etwas mit einem, aber ich kann mich damit nicht beschäftigen. Ich muss mich auf die Dinge konzentrieren, die in meiner Hand liegen. Und auch wenn das eine Phrase ist, aber es ist die einzige Möglichkeit, damit vernünftig umzugehen. Wie gesagt, alle Mannschaften haben dem zugestimmt, dass man in so einem Fall eben versucht, diesen Spielbetrieb fortzusetzen. Ich glaube, aus guten Gründen, die auch nachvollziehbar sind. In dem Fall sind wir jetzt die Gekniffenen, die eben sicherlich mit einem Nachteil in diese Saisonphase gehen. Aber es fehlt an guten Alternativen und wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. So haben wir es bisher immer getan. Es ist das Einzige, was wir tun können. Das werden wir auch tun, aber wir wissen auch, die Situation einzuschätzen und wissen auch, dass es sehr herausfordernd wird. Ja, dann die nächste Frage von Mats Kluge, bitte. Moin, Ole. Moin. Du hast es ja schon angesprochen. Ihr habt jetzt 4 Wochen in Quarantäne verbracht insgesamt. Also wenn man es zusammenfasst, von den 6 Wochen 4 in Quarantäne. Wie realistisch ist es denn noch, nach so einer Zeit vom Aufstieg zu sprechen? Das weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen anknüpfend, glaube ich, an die erste Frage, die ich eben beantwortet habe. Das ist eine Situation, die gab es noch nicht. Also es gibt keine Vergleichsmöglichkeiten. Wir haben Vergleiche aus der letzten Saison, der ja auch viel zitiert wurde mit Dynamo Dresden. Wir haben aus dieser Saison eine Erfahrung aus unserer ersten Quarantäne. Wir erleben andere Mannschaften, die in Quarantäne waren, wie Regensburg als Beispiel jetzt, wo wir vielleicht gucken können, wie leicht denen das fällt oder wie leicht es denen auch nicht fällt aktuell. Aber die Situation, in der wir jetzt waren, nämlich innerhalb von 6 Wochen, 1 Monat in Quarantäne zu sein, die gab es noch nicht. Und insofern weiß ich auch nicht genau unsere Chancen in dem Rennen einzuschätzen. Fakt ist, und das ist dann anknüpfend an die letzte Antwort,
Antwort, die ich gegeben habe. Es bringt mir auch überhaupt gar nichts, mir darüber Gedanken zu machen. Und es ist sicherlich auch nicht so, dass ich jetzt schon den 23. Mai im Kopf habe, ja, und die Endtabelle im Kopf habe, sondern tatsächlich habe ich gerade im Kopf mit meiner Mannschaft erstmal alles auf die Beine zu stellen, dass wir am Samstag vernünftig auf dem Platz stehen können, so gut wie es eben geht, in dem Wissen, dass das herausfordernd wird und dass es sicherlich auch Dinge gibt, die nicht funktionieren werden. Und das ist das einzig Mögliche, was ich tun kann, und ich kann mir das auch nicht erlauben, auch nur 1-2% irgendwo nicht an dieses Spiel zu denken, sondern schon darüber hinaus, weil dann wird es nicht funktionieren. Ja, dann kommen wir in der Runde jetzt zu Dennis Braun. Ja, hallo. Eine Frage hätte ich noch. Moin. Wie groß ist denn die Angst vor weiteren Infektionen? Ich meine, es kann ja durchaus noch passieren, es gibt ja neue Maßnahmen zwar, aber ist die Angst noch da? Ja, Angst ist, glaube ich, ein schlechter Ratgeber, aber die Wachsamkeit insgesamt, was dieses Thema angeht, die ist jetzt bei uns allen nicht kleiner geworden. Man muss dazu aber auch sagen, die war auch vorher schon hoch und hat trotzdem dazu geführt, oder trotz alledem haben wir es eben nicht geschafft, das zu verhindern, dass wir zum zweiten Mal in Quarantäne waren. Und ich habe das jetzt auch in der Quarantäne schon mal gesagt oder auch in der ersten Phase der Quarantäne oder in der ersten Quarantäne schon gesagt. Ich kann guten Gewissens sagen, dass wir, was das Thema angeht, alles versucht haben, um das zu verhindern, uns an die Dinge gehalten haben, die uns vorgegeben wurden, dass wir darüber hinaus auch das eine oder andere, zum Beispiel die Schnelltests, vor dem Zeitpunkt eingeführt haben, bevor es von uns verlangt wurde. Und trotz alledem ist jetzt diese Situation eingetreten. Und insofern bleibt natürlich irgendwo ein Stück weit Verunsicherung auch zurück. Oder es bleibt auch ein Stück weit Bangen bei jedem Test, den man macht, zurück. Das wird sicherlich bis zum Ende der Saison auch so bleiben. Und trotzdem ist es jetzt keine Angst, es ist Wachsamkeit, es ist, wie gesagt, ein gewisses Gefühl auch der Verunsicherung, das kann ich durchaus sagen. Aber ich wache jetzt nicht schweißgebadet nachts auf. So weit ist es noch nicht. Also ja, Respekt, aber sicherlich keine Angst. Ja, vielen Dank für die ganzen Quarantänefragen. Gibt es weitere Fragen zum Sportlichen im Hinblick auf das Osnabrück-Spiel? Niklas Schomburg. Tut mir leid, aber ich muss trotzdem noch mal eine einigermaßen Quarantänefrage stellen. Wie blickt ihr denn auf die jetzt neu verhängten Maßnahmen der DFL? Also diese Quasi-Quarantäne ist ja im Prinzip das, was ihr euch sowieso schon vorgenommen habt. Was ja auch dazu führt, dass es, soweit ich weiß, wieder einen Einkaufsservice zum Beispiel gibt für alleinstehende Spieler, damit die da Kontakte vermeiden auch. Und dann mit dem Quarantänetrainingslager, wie blickt ihr dem jetzt entgegen? Naja, das ist nun nicht mehr so wahnsinnig überraschend nach den Entwicklungen der letzten Wochen und Tage. Insofern hat uns das jetzt heute nicht umgehauen. Es ist eben so, dass natürlich das eine weitere Einschränkung bedeutet für alle Beteiligten, dass das grundsätzlich auch etwas ist, was man sicherlich nicht als angenehm empfindet. Und trotz alledem ist es etwas, was jetzt in dem Rahmen von den Leuten, die es entscheiden, als notwendig angesehen wird. Und insofern werden wir damit umgehen, wie mit allen Situationen, die hinter uns liegen, auch. Wir werden das Beste daraus machen, werden diese Dinge eben so annehmen, wie sie sind. Es gibt Überlegungen, die man sich ja auch im Hintergrund sicherlich nicht leicht gemacht hat zu dem Thema, und man hat es so entschieden, und insofern sind das die Leute, die das am Ende des Tages auch beurteilen können und auch entscheiden können. Und insofern, ja, blicke ich dem jetzt dadurch, dass es wenig überraschend kommt, und auch dadurch, dass ich jetzt für uns zumindest mal in dieser Quasi-Quarantäne wenig bis gar nichts ändert, relativ entspannt entgegen, wobei, wie gesagt, sicherlich das für alle, gerade für die Familien haben, Einschränkungen bedeutet, aber die müssen wir vielleicht in diesen Zeiten dann auch in Kauf nehmen. Gut, gibt es weitere Fragen? Mats Kluge. Ja, dann schlage ich doch nochmal die Brücke zum Gegner, zu Osnabrück. Wenn man sich das so anschaut, letzten Sieg hatte Osnabrück zu Hause Ende Oktober 2020. Ist also schon doch eine Weile her, und die waren nicht in Quarantäne. Was ist bei Osnabrück los? Stecken mitten im Abstiegskampf drin. Ist ja ein ganz anderer Gegner nach einer Quarantänezeit als jetzt Bochum zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ist ein anderer Gegner, ist eine Mannschaft, die ja aus einer anderen Ordnung spielt, eine andere Herangehensweise auch an die Spiele hat.
ja, ich kann jetzt nicht im Einzelnen beurteilen, auch im Saisonverlauf, warum die Mannschaft jetzt da steht, wo sie steht oder wie auch immer. Wir müssen ja davon ausgehen, dass sie wieder auch zu alter Stärke zurückfindet. Man muss ja immer damit rechnen, dass der Gegner eben auch ein gutes Spiel macht. Und ich habe sie jetzt gestern Abend eben in Paderborn über weite Strecken zumindest mal auf Augenhöhe gesehen, phasenweise sogar mit den besseren Torchancen. Insofern machen wir uns jetzt nicht allzu viel aus der Statistik, die wir natürlich auch mitbekommen haben, was die Heimbilanz von Osnabrück angeht. Wenn ich froh bin, dass eine sportliche Frage kommt, wir bereiten uns eben auf die Dinge vor, die wir bei Osnabrück sehen, die wir selbst so beeinflussen können. Das heißt, was bedeutet das für unser Anlaufen, was bedeutet das für unseren Spielaufbau, wie Osnabrück das macht. Und ansonsten müssen wir uns auf uns fokussieren und können uns relativ wenig, machen wir ja generell auch nicht, aber jetzt in der Phase ohnehin, jetzt nicht mit den Rahmenbedingungen beim Gegner beschäftigen, sondern einfach mit den Dingen, die auf dem Platz passieren. Ja, nächste Frage kommt dann von Niklas Schomburg. Zweigeteilt sozusagen. Erstens, du hast ja schon gesagt, dass es Phasen geben wird, in denen ihr Probleme habt. Erwartest du, dass die Anlaufschwierigkeiten vor allen Dingen in den ersten Minuten so groß sein werden, wieder wie man das in Bochum gesehen hat? Und zweitens, wie wichtig ist ein guter Start, vielleicht gar nicht mal unbedingt ergebnistechnisch, sondern von den Abläufen und so weiter, einfach für diesen Horror-Marathon-Endspurt, wie auch immer man das bezeichnen möchte, und vor allen Dingen auch für das Pokalfinale, wenn man mal Osnabrück und Nürnberg jetzt als Vorbereitung für den Kopf oder wie auch immer für Dortmund nimmt. Ach so, jetzt hast du doch nochmal Dortmund gesagt. Ich dachte, dein Optimismus, den nehmen wir uns gerne mit hier im Pokalfinale. Ja, also wir spielen uns jetzt nicht warm fürs Pokal-Halbfinale in Dortmund, das ist klar, sondern wir versuchen in dem Wettbewerb zweite Liga möglichst erfolgreich zu sein. Und da ist jetzt erstmal Osnabrück die Aufgabe. Und ja, wie wichtig wird ein guter Start sein? Der ist in jedem Spiel wichtig und natürlich nach einer Pause zu einem Start, zu dem du eigentlich nicht weißt, genau wo du stehst, ist natürlich ein guter Beginn. Ja, Erfolgserlebnisse vielleicht auch zu Beginn eines Spiels natürlich wichtig. Und das Quäntchen Glück, ja, und unser Zutun wird es dann schon brauchen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Moment gleich auch zu Beginn auf unserer Seite haben. Das glaube ich schon, dass das wichtig ist. Ja, das kannst du dir ein Stück weit erarbeiten. Dann brauchst du sicherlich auch dieses Quäntchen Glück, das du im Fußball immer brauchst. Brauchst du nach einer Pause vielleicht auch dann mal ein bisschen mehr. Und ansonsten ist das eine Wundertüte. Ich hoffe, dass wir gut reinkommen ins Spiel. Ja, es wird auch natürlich auf der einen Seite die Herangehensweise sein, schnell auch wieder seine Abläufe zu finden, weil das eben unsere Stärken sind. Aber auf der anderen Seite wird es auch wichtig sein, dass man gewisse Dinge vielleicht erstmal einfach hält, um eben auch vielleicht den einen oder anderen Fehler, der passieren kann, ja, dann leichter reparieren zu können. Aber das ist ein Herantasten. Ja, das werden wir eben dann abschließend erst am Samstag nach dem Spiel sagen können. Ich hoffe, dass wir einen sehr guten Start finden in das Spiel. Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Ja, nächste Frage kommt dann von Stefan Grothoff. Ja, genau. Ich würde da gerne nochmal anknüpfen, auch wirklich ein bisschen konkreter. Ich glaube schon, dass das auch ein sehr körperliches Spiel wird. Osnabrück wird das auf jeden Fall so aufziehen, logischerweise. Andererseits sind die sehr, sehr anfällig, die letzten 4-5 Spiele samt und sonders komplett gesehen, hinten in der Defensive. Deswegen wäre die Frage tatsächlich, also Ball halten aus Sicht von Holstein Kiel, um erstmal sozusagen die Sicherheit zu kriegen und zu gucken, wo stehen wir körperlich, und dann auf Konter verlegen, oder doch mehr tatsächlich sofort früh eine Entscheidung suchen, weil ein frühes Tor da hilft natürlich dann auch. Das würde mich schon noch interessieren. Gibt es da zumindest eine Überlegung oder einen groben Schlachtplan für die Mannschaft, oder ist es tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, wir müssen gucken einfach, wie sie vorne loslaufen und sich bewegen? Ja, beides. Also es gibt nicht nur einen groben, sondern es gibt sicherlich auch einen sehr detaillierten Schlachtplan, den ich jetzt nicht in allen Facetten offenlegen werde. Das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache. Aber Fakt ist, wir sind eine aktive Mannschaft und wir leben davon, dass wir aktiv den Weg nach vorne suchen, sowohl im Verteidigen als halt auch, wenn wir den Ball schon haben. So, und ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet. Das ist das, was uns von außen zugestanden wird, wo die Stärken meiner Spieler liegen. Und wichtig ist, dass wir bei allen Schwierigkeiten, die uns die Situation beschert, auch versuchen, diese Stärken ins Spiel zu bringen.
immer da, wo es geht. Das heißt, wir werden schon eine aktive Herangehensweise haben, aber wir werden auch darauf vorbereitet sein, dass wir vielleicht merken im Laufe des Spiels, es gibt Phasen, in denen das so nicht möglich ist, ja, dass wir dann eben halt auch Lösungen haben, uns anders zu verhalten. Und genauso wird es auch sein, wenn wir merken, es tut uns vielleicht gut, uns anders zu verhalten, dass wir darauf reagieren können. Aber wichtig wird trotzdem sein, dass wir aktiv spielen, dass wir möglichst schnell versuchen, unsere Stärken wieder ins Spiel zu bringen. Weil wenn wir jetzt in einer Phase, in der wir ohnehin nicht im Rhythmus sind, wo wir auch nicht die Möglichkeit haben, im Training irgendetwas vorzubereiten, was anders ist als sonst. Wenn wir da versuchen, die Dinge vollkommen anders zu machen, als wir es bisher gemacht haben, dann werden wir keine Chance haben. Das heißt, wir müssen über den Weg gehen, möglichst viel von unserem Spiel auch wieder auf den Platz zu bringen, auch auf die Gefahr hin, dass das nicht über 90 Minuten funktioniert. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, unsere Art und Weise von Fußball grundlegend zu verändern. Ganz einfach deshalb, weil wir keinen Rhythmus haben und weil wir überhaupt keine Trainingszeit haben. Und insofern wird es nur über unseren Weg gehen, der uns bisher stark gemacht hat. Und wir werden versuchen, möglichst schnell den in Osnabrück wieder einzuschlagen und auch in den kommenden Wochen. Ja, noch eine Frage. Mats Kluge. Nochmal eine Nachfrage zu dem Trio, das sich aktuell in Quarantäne befindet. Welches Spiel hast du da im Auge? Wann kannst du wieder mit denen, oder wann planst du mit denen wieder? Ja, ist erstens unterschiedlicher schon mal alleine aufgrund der Quarantäne und auch so ein bisschen aufgrund der Symptomlage. Man muss bei allen dreien wissen, dass sie jetzt ja nicht nur aus einer Quarantäne kommen, sondern eben halt auch selbst betroffen waren. Wir haben da ja auch so ein bisschen Erfahrungswerte, was zum Beispiel Yannick angeht, was Tom angeht. Und es ist sicherlich so, dass die Jungs ein bisschen Zeit brauchen werden. Und ich gehe jetzt, für Samstag fallen sie aus. Ja, ich habe schon bei dem einen oder anderen die Hoffnung, dass das vielleicht für Nürnberg zumindest für einen Kader reichen kann. Aber das sind jetzt alles gewagte Prognosen. Ich kann, wie gesagt, das ist einfach ich sag mal, frei rausgesprochen, ohne dass ich da jetzt Indizien für hätte oder wie auch immer. Es ist einfach eine Hoffnung, dass die Jungs uns möglichst schnell wieder zur Verfügung stehen. Aber es wird umgekehrt es besteht eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass uns gegen Nürnberg schon wieder alle drei zur Verfügung stehen. Ja, dann noch eine Frage, Franco Kreutz. Ja, die Phasen, dass die Spiele jetzt immer enger getaktet werden, die beginnt ja. Das heißt, dass alle drei Tage etwa ein Spiel stattfindet. Ist es überhaupt möglich, dass man sagen kann, da wir die Zeit nicht haben, kann ein Spiel das Training ersetzen? Ist das möglich? Können Sie da irgendwie im Spiel da so weit Einfluss nehmen? Ja, grundsätzlich ist ein Spiel ein schlechter Zeitpunkt, um Dinge zu trainieren. Aber der Kern der Frage ist schon richtig. Also die Abläufe, die man sich sonst im Training holt, die musst du dir jetzt unter Wettkampfbedingungen holen. Das ist sicherlich so. Also du hast auf der einen Seite keinen Rhythmus. Du hast relativ wenig Möglichkeiten, darauf im Training zu reagieren, weil du auch auf diese Belastung selbst an den ein, zwei Tagen, die dir bleiben, Rücksicht nehmen musst. Und insofern ist das schon was Wahres dran. Ja, also wir müssen in den Spielen eben möglichst uns den Dingen wieder annähern, die uns auszeichnen. Ja, und es ist sicherlich auch so, dass man im Training relativ wenig Möglichkeiten hat, auf Dinge zu reagieren, die nicht funktionieren. Trotz alledem muss man die Zeit, die man hat, dann eben halt auch versuchen, so effektiv wie es irgendwie möglich geht, zu nutzen. Aber es ist sicherlich so, dass diese Möglichkeiten sehr eingeschränkt sind und deshalb auch in der Entwicklung oder in der Fortentwicklung, sofern man in diesem Rhythmus überhaupt davon sprechen kann. Aber die Dinge, die es zu verbessern gilt, gilt es vor allem, sich auch über die Spiele zu holen. Ja, noch eine Nachfrage von Franco Kreutz. Franco? Gibt es noch einen? Also, ich habe hier noch die Hand oben. Franco Kreutz, ist da noch eine Nachfrage oder ist die Hand nur noch oben? Sorry. Hatte ich eben übersehen. Die Spielplangestalter werden sich ja sicherlich viele Gedanken gemacht haben, wie man jetzt diese Phase am besten hinkriegen kann. Aber wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, unter diesen Bedingungen zu sagen, wir setzen als erstes Spiel von Holstein Kiel an gegen den SV Sandhausen. Die kommen auch gerade aus der Pause, haben ähnliche Rückstände. Wäre das nicht fairer gewesen?
Ja, da hängt wahrscheinlich ein bisschen mehr dran als nur die Frage, wie man das Spiel fair gestalten kann. Ich denke mal, dass das ja auch noch andere Sachen nach sich ziehen würde, wenn Sandhausen jetzt, wenn das jetzt das erste Spiel wäre. Ich kann das nicht genau beurteilen, im Kern wäre zu sein, dass die Spielplangestalter sich Gedanken gemacht haben und sicher ist auch, dass es gut gewesen wäre für uns, wenn wir gegen eine Mannschaft spielen würden, die jetzt vielleicht nicht die letzten 6 Wochen komplett trainieren konnte, sondern vielleicht ähnliche Situationen hatte wie wir. Ja, aber da wird ein bisschen mehr dran hängen. Deshalb will ich mir da kein Urteil erlauben und auch nicht jetzt großartig drüber philosophieren, was hätte sein können. Fakt ist, wir spielen gegen Osnabrück am Samstag und werden versuchen, ein gutes Spiel zu machen. Sind auch überzeugt davon, dass wir uns im Laufe des Spiels eben dahin steigern können. Ja, wenn es gut läuft, eben halt auch was mitzunehmen. Ansonsten alle anderen Dinge, wie gesagt, gehören zu den Dingen, um die ich mich aktuell nicht kümmern kann. Nachfrage von Niklas Schomburg. Ich habe nochmal eine Personalfrage. Jan Isera hat ja weiter trainieren können, weil er nicht zum Heidenheimer Spieltagskader gehörte. Inwieweit hat ihm das jetzt geholfen? Nach der letzten Quarantäne warst du da ja auch nicht sicher, wie da der Stand ist. Ja, Janni macht einen guten Eindruck im Training, konnte die Zeit durchtrainieren und insofern ist er logischerweise deutlich weiter als noch vor gut 2 Wochen. Und ja, wird sicherlich für uns eine Option sein. Also macht einen guten Eindruck. Ja, vielen Dank. Wenn dann keine weiteren Fragen zu Osnabrück sind, würden wir jetzt rübergehen zum nächsten Auswärtsspiel nach Nürnberg und würden da noch einmal eine Fragerunde machen und würden wie eben schon einmal mit Niklas Schomburg starten. Ja, dann fange ich mal an mit der Auswärtstour sozusagen. Doppelschlag in Osnabrück und in Nürnberg. Ihr werdet ja, Osnabrück ist ja eine Tagestour, wieder zurückkommen, dann wahrscheinlich Montag nach Nürnberg aufbrechen oder wie ist da der Plan? Genau, Montag brechen wir nach Nürnberg auf, fliegen im Konvoi. Okay, dann geht's direkt weiter mit der nächsten Frage, Stefan Grothoff. So. Fliegen im Konvoi heißt jetzt was genau? Ich habe den Faden verloren. Also ihr fliegt nicht, sondern ihr fahrt Auto, oder? Oder fliegt ihr wirklich? Nein, wir fliegen allerdings, deshalb habe ich das dem Kollegen gerade noch zugeworfen, weil das jetzt aus seinem Medium oder in seinem Medium gestern stand, nachdem er mit Uwe Stöver gesprochen hat. Also es ist eben so, dass wir aufgrund der Maßnahmen, die jetzt zu ergreifen sind und aufgrund dessen, dass der Abstand im Flieger vergrößert werden muss, dann nach Nürnberg eben nicht mit einem, sondern mit 2 Flugzeugen fliegen. Ja, dann geht's direkt weiter, Mats Kluge. Ja, dann sprechen wir noch mal über den Gegner, würde ich sagen. Aktuell Platz 13 in der Tabelle, gestern Big Points eingefahren. Sind ja ähnlich, nicht ganz so schlecht wie letzte Saison, aber da war es ja sehr, sehr knapp im Abstieg. Jetzt haben sie sich ja nicht ganz gesichert, aber sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wie schätzt du die Lage in Nürnberg ein? Ist ja auch eigentlich ein typischer Traditionsverein. Ja, Riesenverein und sicherlich auch ein Verein, der vom Rahmen und auch von den Leuten, die dort arbeiten, sicherlich auch Ambitionen hat, zeitnah wieder eine andere Rolle auch in der zweiten Liga einzunehmen. Aber ich muss auch dieses Jahr sagen, dass speziell jetzt auch in der letzten Phase auf mich die Mannschaft einen guten Eindruck macht, deutlich stabiler geworden ist. Und insofern glaube ich schon, dass das eine richtige Herausforderung sein wird. Auch deshalb, weil die Mannschaft durchaus auch so von der Organisation variabel spielt und so da mehrere Sachen auf einen zukommen können und sowohl jetzt aus dem Aufbau heraus gefährlich werden kann, als halt auch durch Umschaltmöglichkeiten. Und insofern ist es schon eine etwas komplexere Aufgabe insgesamt. Aber wie gesagt, da werden wir dann ab Schlusspfiff Osnabrück genauer ins Detail gehen. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass das eine Mannschaft ist, insgesamt mit Qualität, ein Verein ist, der sicherlich Ambitionen auch hat und darüber hinaus eben halt auch, vor allem auch in den letzten Wochen auf mich einen deutlich stabileren Eindruck macht als zum Beispiel noch in der Hinrunde, phasenweise. Weiter geht's mit Franco Keutsch. Ja, die Fragen werden sich wahrscheinlich erst so richtig ergeben nach dem Osnabrück-Spiel.
Deshalb will ich noch mal eine andere stellen, und zwar: Wer wird denn nun eigentlich Zweiter in der Liga hinter dem VfL Bochum? Ja, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht sagen. Wenn ich das wissen würde, dann ja, könnte ich damit wahrscheinlich viel Geld verdienen. Aber es ist halt ein enges Rennen. Es gibt mehrere Mannschaften, die in Frage kommen. Ja, es ist ja auch durchaus noch möglich, dass nicht Bochum Erster wird, sondern ein anderer Verein, auch wenn sicherlich die Mannschaft von Bochum sehr guten, sehr stabilen Eindruck macht und sicherlich auch die besten Karten hat, oder auf dem ersten Platz zu bleiben. Aber ja, auch da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht, wer Zweiter wird. Wir wollen unsere bestmögliche Leistung in den nächsten Spielen auf den Platz bringen, wollen versuchen, die Umstände, mit denen wir zu kämpfen haben, bestmöglich wegzustecken und natürlich auch eine Saison erfolgreich abzuschließen. Und insofern lassen wir uns da mal überraschen, wer am 23. Mai Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter und so weiter ist. Ja, dann schließen wir die Runde mit Dennis Braun. Noch eine Frage zu Nürnberg. Das scheint nicht der Fall zu sein. Weitere Fragen? Oder Dennis, hast du noch? Nee, alles gut. Also aus meiner Sicht ist alles durchgesprochen. Alles klar, danke dir. Dann aus der Runde weitere Fragen zu Nürnberg. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann war es das von uns aus dem Holstein-Stadion. Danke für die Teilnahme und bis demnächst. Ciao. Tschüss.